des Meditationswesens eigentlich. Am Anfang heißt es, es ist gut oder schlecht. Und wenn man dann etwas weiter ist, dann heißt es, es ist, wie es ist. Das heißt dann nicht Fatalismus, nein, auf keinen Fall. Es geht schon immer weiter, aber man weiß nie, wofür es gut ist. Und das meine ich aber auch mit holistischem Denken. Okay, was könnte da und da passieren? Also das war für mich auch immer eine Aufgabe mit meinen Kindern, dass ich da immer versucht habe, okay, wenn die heulen ankamen und völlig wütend, und dann immer zu fragen, okay, was glaubst du denn, warum der andere das und das so gemacht hat? Oder welche Möglichkeiten hätte er? Wie viele Möglichkeiten finden wir da jetzt? Und allein über das Nachdenken ging dann schon die Aggression weitestgehend zurück. Und dann die größte Rückmeldung war dann, als dann eine Nachbarin ankam und meinte, also alle Kinder gehorchen, aber mit deinem Sohn muss ich immer diskutieren. Und ja, und genau das, darum geht es so eigentlich. Ich muss nicht immer sofort eine Lösung und Dinge haben. Und das ist auch das, was auch nichts Neues ist, sondern das hat auch Heinz von Förster, den hatte ich in den 90ern noch getroffen, Philosoph des Konstruktivismus und ganz großer Kybernetik, Quantenphysiker, meinte, unsere Schulen sind eigentlich Trivialisierungsanstalten. Am Ende will man so quasi eine Münze rein, damit alle die gleiche Antwort rausbringen. Nein, das ist genau nicht. Wenn wir bei Erstklässlern eine Frage stellen, dann kriegen wir 30 verschiedene Antworten. Wenn wir bei Abiturienten eine Frage stellen, dann kriegen wir eine Antwort von allen 30 die gleiche. Das ist Ausbildung.